Hallo zusammen und herzlich willkommen im Regen unter extremen Temperaturen. Ich steig mal kurz in meine Kapsel. Hören wir das eigentlich, wenn es draußen aufhört zu regnen? Können wir mit V nicht außen gucken? Wir können außen gucken. Oh, regnet es hier rein? Guck mal, sieht aus wie ein böses Gesicht. Oder wie ein trauriges Gesicht. Ich nehme das traurige Gesicht, denn es regnet. Ich finde, die Texturen hier haben durch das Glänzen mit dem Regen haben so ein bisschen was von einer Unreal Engine, oder? Unreal Engine ist doch mal so super glänzend. Hm, was machen wir denn jetzt? Bis wir keine Basis haben, also bis wir kein Dach über dem Kopf haben, ist das hier auf jeden Fall blöd. Hm. Entweder schlafen wir jetzt im Moment. Aber es war ja gerade Nacht. Ach! Wir sind super stark. Wir bauen jetzt an der Basis weiter. Extreme Temperature Warning. Ach, Extreme Temperature Warning. Ist ja auch lächerlich, ne? Da muss man ja auch mal ein bisschen durch. Na? So, machen wir erstmal die Basis, das Fundament fertig unserer Basis. Oh. Multitool-Batterie aufgebaut, okay. Da haben wir zum Glück noch von. So, Grundlagen. Das ist gut, das gefällt mir gut. Können wir hier einen Eingang machen, das ist schön eben. Oder bleibt mir hier hängen? Also ein bisschen. Dann können wir die Basis vielleicht noch um eins erweitern nach außen. Ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen... Hier hat draußen noch was dran. Achso, wir fangen mal hier links an, damit ich das überblicken kann. Man kann es sein, dass mit V zu bauen eigentlich besser ist, weil man bessere Übersicht hat? Eigentlich schon, ne? Zack. Zack. Da. Noch eins. So, ist dem gut. Achso, warte mal, ich kann noch mehr Platten anwerfen. Dann können wir die Zeit nämlich nutzen, wenn wir hier bauen. Ich gehe mal wieder in die Innenaussicht. Ich finde die Ego-Perspektive eigentlich besser als die Third Person. So. Nein. So, jetzt können wir noch den Rest nämlich auch noch hier reinmachen. Uns hat aufgehört zu regnen, das ist gut. So, dann schmelzen wir hier mal die Platten zusammen. Oh, tja. Out of Platten. So, wir könnten eigentlich mal eine Kiste bauen, oder? Warte mal, was brauchen wir denn da? B. Eine Kiste. Brauchen wir eigentlich das gleiche wie für diese Grundstrukturen? Das ist doch ganz gut. So, da haben wir noch Platten. Rahmen brauchen wir auch schon wieder. Ach, leck. Wir müssen eigentlich viel mehr herstellen. Hm. Warte mal, wie viel brauchen wir für eine Kiste? Das sind insgesamt 2,2. Scheiße, ich bräuchte noch einen zweiten Rahmen. Ich habe eine Idee. Mir kommt gerade eine Idee. Dann können wir nämlich das Inventar ein bisschen ausleeren. Ich mal ganz kurz das eine Ding wegnehmen und dann fangen wir hier an. So, da oben gehen wir rein und dann haben wir hier so einen Eingangsbereich und dann steht hier irgendwo eine Kiste. So, die stellen wir jetzt einfach mal erstmal hier hin. Das können wir ja später dann noch. Zack. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen Kram reinmachen. Das da, den Stoff. Ein Schlafsack. Und wir können eigentlich noch so einen Drucker da hinstellen, oder? Obwohl, wir kriegen demnächst, glaube ich, einen größeren Drucker. Blöder Regen, das nervt. Können wir noch so einen Drucker machen?
Mal, bringt das überhaupt was? Oh, wir haben neue Sachen freigeschaltet. Ein Biogenerator, der macht nämlich Strom und eine Schalltafel. Das als Stromverteilung und das ist ein kompakter Container. Nehmen wir, den haben wir schon gebaut. Was haben wir noch dazu gekriegt? Das beides, ne? Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal so einen Biomassengenerator. Und die Stromverteilung können wir uns auch gleich rausziehen. So, die 4. Ich weiß, dass das Ding musste relativ weit weg. Wieso passt das da nicht hin? Ah, jetzt. Die musste man ziemlich in die Ecke setzen, weiß ich noch. Sonst kommt man nämlich die Sachen nicht draufpacken. Ah, nicht genügend Ressourcen. Ich brauche mehr von diesem Grundrahmen. Shit. Shit. Okay, wir hoffen mal, dass das hier langsam fertig ist. Und wir müssen unbedingt eine Basis hinkriegen. Sonst wird es hier wie sie... Jetzt macht der Rahmen. So, das müsste jetzt reichen. Dann können wir den Generator dahin packen. Baumodus, die 4. Zack, wo ist denn der Anschluss? Da ist der Anschluss. Dann machen wir den. Jo, ist doch ganz gut so. Ich glaube, wir setzen ihn hier so hin. Zack. Gut. Elektronische Teile und zusammengesetzt. 2-2 brauchen wir da. Hä? Sieht schön aus da hinten. Wie die Sonne untergeht. Wir haben hier zu viel Zeug drin. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Und davon haben wir auch über. Dann machen wir 2 und 2. So, Platten haben wir noch. Komm, ich warte das ab, dass wir das fertig drucken. Dann können wir nämlich den Biogenerator fertig bauen. Was brauchen wir denn für den Stromverteiler? Da brauchen wir... Rahmen haben wir. Noch einmal Elektronik. Dann drucken wir direkt noch eine Elektronik. Da machen wir noch einen. Wir brauchen wahrscheinlich eh viel mehr, aber wir machen das jetzt peu à peu. Da ist noch ein Rahmen fertig geworden. So. Ich freue mich schon, wenn wir dann die erste Basis haben. Und das war dann vor allem auch mit dem... Boah, das ist ja duschter. Machen wir die Funzel an. So, Generator ist fertig. Dann setzen wir diesen Unterverteiler. Machen wir das? Da wollte ich den Eingang... Dann brauchen wir einen Container dagegen für Biomasse. Eine Unterverteilung. Kann ich einfach auf den Boden klatschen. Wie hat man die nochmal gedreht? Wie war das denn? Mit dem Mausrad um die Achse und mit X konnte man die Achse ändern, gell? Ja, so. Genau, also mit dem Mausrad dreht man das Ganze an der Achse, die man sieht, und mit X ändert man die Achse. No. So, dann packen wir das Ding direkt hier hinten dran. Das ist nämlich unsere Unterverteilung. So, dann haben wir das auch. Dann können wir hier öffnen und Biomasse einfüllen. Da werden wir noch mal ein bisschen mehr holen. Ui. Den Stumpf nehmen wir natürlich auch noch. Und dann machen wir noch einen Baum weg. Zack. Das füllen wir jetzt da ein. Dann haben wir nämlich Strom. So, da bauen wir keinen extra Container dran, Mann. Hier könnte man dann, sieht hier unten diesen Anschluss, da könnte man dann zum Beispiel noch eine Box dran setzen. You're becoming tired. Ich werde müde. Dann, gute Nacht.
You are well rested. Guten Morgen. Schön, dass er das überspringt. So, dann gehen wir mal wieder in Baumodus und setzen noch ein paar Platten hier unten dran. Um diese Plattform fertig zu schweißen. Dass das Spiel keinen Multiplayer hat, finde ich echt schade. Weiß gar nicht, ob das geplant ist, aber ich glaube nicht. So, Stromunterverteilung. Was können wir denn jetzt bauen? Wir haben nämlich neue Sachen freigeschaltet. Also das Spiel orientiert sich immer daran, wenn man jetzt hier zum Beispiel drauf geht, der sagt dann immer, was man praktisch... eigentlich war das doch so, oder? Deckenlicht, Innenraum. Um diesen Baustein freizuschalten, bauen sie verstärkte Außenwand-Innengelenk. Also er sagt immer drum drüber, was man braucht, um praktisch diesen Bauteil dann entsprechend freizuschalten. So, ein Gewächshaus können wir bauen. Eine verstärkte Wanddecke. Und wir können... Irgendwas ist noch dazu gekommen. Eine Solarleuchte. Das wäre doch gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen Licht vor der Hütte hätten. Aber ist eigentlich erstmal primär nicht wichtig. Was, wo ist denn der nächste Drucker? Hier, mittlerer 3D-Drucker. Bauen Sie Baustein von verstärkte Wanddecke. Das Ding. Dann bauen wir das mal. Dann können wir das damit nämlich freischalten. So, die 6. So, das ist praktisch ein Eckteil. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich... zack. Den Generator so ein bisschen weggebaut habe, weil diese Kanten, ihr seht das schon, das ist so ein bisschen abgewinkelt. Das ist, da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Und außerdem werden wir eine große Basis bauen. Da brauchen wir... Können wir ruhig mal ein bisschen... Zack, haben wir gebaut. Was? Der Jetpack hat einen Sekundärmodus. Ah, mit U und dann kann man Schwebemodus einschalten. Alles klar. Warte mal. Geil. Und dann ist die Energie leer und dann stürzt sich ab. Das ist total sinnvoll. Macht absolut Sinn. What the fuck? Okay. Wir wollen einen Drucker machen. Einen Drucker, 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 Drucker. Das ist der Container. Hier sind Wände. Warte mal, die brauchen wir auch. Und Fenster. Und Drucker. Und Türen. Also seht schon, Baumenü wird jetzt langsam voll. Ich würde sagen, den Drucker setzen wir vielleicht mit einem Abstand hier und dann hier die Kisten dazwischen. Oh. So, die haben nämlich auch einen Anschluss. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, der hat hinten Anschluss und an der Seite. Lege ich gerade. Oder setzen wir den hier dazwischen? Wenn er hinten Anschluss hat. Gut, wir können den seitlichen Anschluss verwenden, ne? Oder wir stellen den hier in den Raum rein. Sollen wir den so reinstellen? Oder warte mal. Ich fällt gerade das ein. Wo ist da ist? Wo ist der Anschluss? Der ist rechts. Ne, so ist eigentlich schon richtig. Genau, und dann hier einen Container hin. Dann stellen wir den hier hin. Den stellen wir einfach so ein bisschen in den Raum rein. Und dann können wir das zur Not noch verlängern, oder? Ist das blöd? Nee, ist blöd. Fällt mir nicht. Oh, Spiel speichert. Abwarten, abwarten. Alles klar, fertig. Dann baue ich den... Geht das mit den Wänden? Das probieren wir jetzt direkt aus. Hinter dem Drucker brauchen wir eine normale Wand. Das wäre die Nummer 7. Ja, das geht, ne? Ist nur die Frage, in welchem Abstand oder macht er das automatisch richtig? Wahrscheinlich niemals. Wo ist denn das Teil? Hier ist das Teil. So müsste stimmen, oder? Ich sage jetzt mal, das stimmt so. Und das stimmt nicht. Verdammt! Okay, Wand. Baumodus aus, wegschmelzen. Hier könnte man Fenster dazwischen setzen. Dann nehmen wir hier die 8. Und klatschen Fenster dazwischen. Zack, dann machen wir wieder mit der 7 eine normale Wand. Nicht genügend Ressourcen. Ja, leck fett. Okay. Okay, konzentrieren wir uns erstmal auf den Drucker. Wir brauchen zweimal Elektronik und zweimal diese, ich nenne es jetzt einfach mal Kevlar.
Und dann werden wir da Strom drauf geben und dann sind wir schon. Haben wir diesen Drucker hier zumindest. Aus dem Kreuz. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich den kleinen Drucker reinsetzen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass wir irgendwas in dem großen Drucker nicht drucken können, aber ich kann mich auch täuschen. Und dann brauchen wir unbedingt wieder Ressourcen, sonst können wir ja nicht viel bauen. Scheint übrigens Akku betrieben zu sein, das Ding, oder? Wo holt er seine Energie her? So, ich nehme mal alles hier raus. Und dann gucken wir mal, ob wir... Ja, können wir abbauen. Können wir den nämlich auch drinnen aufbauen. Zack. Drucker ist aufgebaut. Und jetzt überlege ich gerade, dass wir hier so eine Kiste ranflanschen. Kiste ist die 3. So. Zack. Das müsste nämlich so gehen. Jetzt noch eine senkrecht. So. Hat er auf beiden Seiten? Ja, hat auf beiden Seiten Anschlüsse. So müsste das gehen. Nicht genügend Ressourcen. Weil mir die Grundrahmen fehlen. Mist. Okay, warte. Ich klaue mir kurz mal Ressourcen. Die baue ich dann gleich wieder hin. So. My sensors show you are slightly thirsty. Ja, ich trinke ja gleich was. Reg dich nicht auf. Die 3. You're slightly thirsty. So. Haben wir den Container da dran. Der reagiert nämlich jetzt hier drüber und zieht sich auch Bauteile aus dem Container in die, in den Drucker wieder rein. Das heißt, wir können auch hier unsere ganzen Ressourcen reinfüllen und, da seht ihr es auch. Das ist hier einmal der kompakte Container 2. Das ist praktisch der, das ist der Drucker selber. Der hat auch ein Inventar. Und alles, was wir hier reinfüllen, würde sich dann da rausgezogen werden. Das heißt, wir können jetzt wirklich sämtliche Erze hier umladen. Und theoretisch könnten wir auch den Generator anschließen. Aber es langt erstmal. So. Biomasse. Ich hoffe, das langt. So, dann sollten wir das mal verkabeln, damit der Strom kriegt. Wir halten E. Ne, Moment. Wir müssen in den Baumodus. Und sagen C öffnen, trenne, verbinde auf Verteiler. Zack, jetzt seht ihr so eine Linie. Und dann, so. Und von, keine Verbindung vorhanden. Moment. Das ist E-Schalter. Moment, habe ich nur einen Schalter gebaut? Ah, jetzt so. War noch im Baumodus von dem anderen, von dem Generator. Und von da verbinden wir auch wieder dahin. Jetzt ist praktisch die Unterverteilung. Ihr seht ja, das sieht aus wie so eine Verteilerdose. Und jetzt hat auch das Bauding hier, der Drucker hat jetzt hier auch eine Verbindung. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, doch sehen wir die gleichen Bauteile. Wunderbar. Und der müsste auch ein bisschen schneller herstellen, rein theoretisch. Also wenn ich jetzt hier 10 Verbindungen mache, da sagt er, Material fehlt. Wir haben nicht mehr genügend Kupfer, kann das sein? Oder was immer das ist. Ja, es fehlt Material. Warte mal. Ich nehme jetzt auch mal den ganzen Kram hier aus dem Container und pack den hier rein. Batterien lassen wir da. Das machen wir so. Wobei, den Schlafsack, den können wir ins Inventar packen. Dann können wir eigentlich das Ding abbauen. Und das reparieren wir wieder. Und dann... Ja, passt. Gut, dann lass uns nochmal Material holen. Ja, machen wir morgen. Machen wir in der nächsten Folge von Planet Nomads. So, langsam wird's. Langsam haben wir unsere kleine Basis aufgebaut und langsam kommen wir an einen Punkt, wo es immer besser wird. Und ich hoffe, ihr habt Spaß in dieser Folge gehabt im Planet Nomads, denn wir sehen uns morgen wieder, wenn auch wieder die Sonne aufgeht, auf unserem kleinen Planeten Synapsia. Bis morgen. Tschüss.